Moin Leute, hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Lasst wie immer gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, aktiviert die kleine Glocke, lasst einen dicken fetten Daumen da auf diesem Video, würde mich sehr freuen. Im Moment kommen ja sehr krass viele Videos raus. Nur die Likes stimmen nicht immer. Let's go. Mit Sieg hätten wir wieder was freigeschaltet, also ist das Ziel natürlich wenig überraschend gewählt. Spielplatz, da sind wir, let's go gegen Hugo. Mark Golem als kleines. Und los. Nein, fangen wir dann. Schütze ich mal ab. Oder? Ja. Locker. Kommt gar nicht durch. Sieht bei Golem auch nicht gerade toll aus. Rechts kommt schon mal die Hexe als kleine Abwehr. Weil da baut sich was auf. Was du mit der Hexe gar nicht abwehren kannst, alles. Zwei von drei. Haupt genommen. Jetzt bringen wir erstmal den da rein, das Riesenskelett. Und der macht auch gleichzeitig den Angriff stark. Das Drachenbaby kommt hinterher, um ein bisschen die abzuschießen, falls sowas kommt. Da wird groß was kommen. Was? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der irgendwo Notturm, der soll das erstmal sich um die Tante da kümmern. Dann kommt, geht's ja nicht ran. Okay, wir müssen jetzt erstmal da links ein paar Akzente setzen. Und machen es auch ganz gut. Das sind Akzente. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Golem hat seinen Job perfekt gemeistert. Hexe kommt links. Geht nicht rauf. Sie das Skelettarmee soll ein bisschen verstärken. Und die Drachenbaby. Rechts sitzt nicht. Und jetzt ist alles klar. Golem. Oh. Jetzt kommen unsere starken Brawler halt zum Einsatz. Das sind unsere ganzen starken Brawler. 2-0. Sieht jetzt richtig stark aus halt, ne? Aber allgemein, sobald du eins abgerissen hast, sieht aus, als würde es sogar noch ein epischer Sieg werden. 3-0 wäre wunderschön. Und Sieg, Leute, das ist ein perfekter Start. Let's go. 31. Was kriegen wir jetzt? Irgendwas Schönes? Boah, Geld. Wir sind bald schon beim 1050. Vielleicht diese Season oder nächste. Neue Stufe. Gold. Juwel. Und ein epischer Joker. Keine Ahnung, kurz oder Gutes. Und Grabstein. Also nichts Tolles. Weiter geht's. Geht's jetzt Golem erstmal direkt als kleines Begrüßung. Zu sagen, wir sind da. Er soll ein bisschen unterstützen. Ja, wenn sie AFK sind, naja, sind sie doch nicht. Der unterstützt perfekt. Sieht aus, als würden wir direkt mal das einzelne machen. Wir machen doch direkt. Er soll mit Absicht als Abwehr gut dahinter kommen. Um die beiden aufzuhalten. Oder um die drei aufzuhalten. Die Steven kümmern sich die Skelette eigentlich so weit drum. Den haltet er noch auf. Der ist tot. Und den kriegt dann das Drache als kleines. Jetzt kommt links gleich erstmal der Schweinereiter. Nein, rechts ist ein bisschen was durchgegangen, aber das ist nicht großartig Schlimmes. Die kommen nicht mal richtig vorne an. Oh, das Schweinereiter ist so kacke, das habe ich auch nicht mitgerechnet. Sind vom Motor, soll dafür sorgen, dass die nicht durchkommen. Macht er. Und dann soll gleich eine Golem kommen.
vor allem links. Ein bisschen buggy. Golem wird letztendlich mit die Bude bringen. Er soll sie unterstützen, die Skelettarmee. Die soll eigentlich zum Angreifen da sein, um ihn zu killen. Das hat sich herausgestellt, dass es sehr stark war. Und jetzt 2-0. Das sieht so, so toll gerade aus. Riesenskelett kommt vorne. Und ja. Er schießt von hinten. Ja, auch nochmal. Wir haben einfach so krasse Deck-Sieg. Das wird der nächste Sieg, Leute. Ja, let's go. Einfach mal das nächste. Wir haben noch nichts zugelassen. Diese Season läuft extrem stark. Schreibt mir auch mal gerne in den Kommentaren, wie weit ihr so im Brawl Stars seid. Ich finde jetzt nicht, dass ich besonders stark in Brawl Stars bin und so. Vor allem Brawl Stars, ne? Clash Royale meinte ich ja. Golem. Der wünscht mir viel Glück. Das sollte ein bisschen ernsthafter. Die betreiben das ein bisschen mehr. Rechts, rechts, rechts. Oh, 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 oh. Hexe, Hexe gegen Hexe. Nee, da bringe ich lieber ihn. Das ist klar. Da sorgt der Riesenskelett schwer. Das könnt ihr mir glauben. Nein, für ihn kümmert er sich aber nicht. Da kommt jetzt erst die Skelettarmee. Das ist so kacke, so krass. Das ist jetzt erst kam, das war kacke. Die sind sehr stark, muss ich sagen, bis jetzt. Jetzt gefallen sie mir mit Abstand am besten von den Paaren. Ah, oh, links. Hexe, komm. Komm schon. Stark. Haben sie doch noch hingekriegt. Heißt aber für uns, wir müssen schnell das Ausgleich machen. Weil das ist das sicher. Das ist stark. Das ist schon extrem. Wie gut. Walküre habe ich heute noch gar nicht gesehen. Wird auf dem Drachenbaby lock abgesniped. Oder? Nein, wird es gar nicht so. Ist doch ein Witz. Ist doch ein Witz, dass sie das 1-0 macht. Ja, nein. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Jetzt snipe ihn doch ab. Infonotum. Ja, lauf rauf, 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 rauf. Geh doch mal rauf. Ja, das ist verloren. Digga, das haben wir einfach auch kacke allgemein ausgespielt. Hexe kann auch nichts verteidigen. Ja, das ist verloren, Leute. Eine Niederlage können wir uns heute noch mal machen. Der Henny macht uns einfach mal kalt. Die haben einfach am Anfang haben die dicht, wir haben nicht hinten dicht gekriegt. Holen wir ins nächste Episode das ab, die 1250, und dann sind wir auch schon im Zaubertal. Läuft da eigentlich? PK-Spielplatz haben wir alle noch nicht. Also Leute, lasst unbedingt ein Like da, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sag ciao, ciao, ciao.